willkommen. Es ist genial, der Nebenzeit bei Sat.1. Freue mich, dass Sie alle so zahllos da sind. Und Urban Priol ist auch wieder da. Ja. Anke Engelke ist da. Christopher Herbst ist da. Heller ist da. Bernhard ist auch da. Und der zauberhafte Hugo Egon Balder. Natürlich, ohne mich geht's ja gar nicht. Wir fangen vorne an. Jürgen Zwoch aus Meppen-Neustadt möchte gerne wissen, was ist eine Rammelkammer? Eine Rammelkammer? Das eine Rammelkammer. Tonstudio von Dieter Bohlen. Sehr schön. Ja. Also Rammeln ist durchaus ein lustiger Begriff, ein lustiges Verb, aber der Rammler an sich ist ja der Mann in der Hasenfamilie und der sorgt dafür, dass es Nachwuchs gibt und ja, der möchte ungestört sein beim Rammeln und deswegen geht er in die sogenannte Rammelkammer. Sorry Jürgen, das Geld ist weg. Oder? Dann wäre es ja wieder. Hab ich recht? Nein. Ach Mann. Nein. Wer ist der Hasenstall, wie mir sagen? Das ist im Gegensatz zum Hosenstall, das ist wieder was anderes. Das ist wie immer, aber das Rammelkammer. Ohne das. Ich meine, Sie wollen uns jetzt wirklich weismachen, das hätte nichts mit der Kaninchenwelt zu tun? Das hat nichts mit der Kaninchenwelt zu tun. Ich glaube aber, vielleicht sollten wir überlegen, warum heißt der Rammler überhaupt Rammler? Nein, die Frage ist, was ist eine Rammelkammer? Du bist raus! Ja, Du musst jetzt nicht sekundär wissen und tertiär wissen, kundtun. Nein, ich... Konzentriere dich einfach auf die Frage, Bernhard. Ich würde gerne mal überlegen, warum heißt der Rammler Rammler? Der Rammler heißt Rammler. Das geht dir nichts an! Ich bin schon älter als 12, auch wenn es sich so aussieht. Der Rammler heißt, ich mach einfach mal weiter, ihr könnt ja gehen, wenn es keinen Spaß macht. Würdet ihr bitte bleiben. Der Rammler heißt ja Rammler, weil er rammelt. Rammeln ist ein anderes Wort für häufiges... Ich habe ein Déjà-vu, ich habe genau dasselbe eben ja, schon gesagt. Ich habe ja Amnesie und Déjà-vu, ich habe diesen Moment schon mal vergessen. Und ich, ne? Und ich Rammeln! Ich will das auch mal. Also vielleicht können wir bitte mal... Christoph, nein! Es geht um eine... Es geht um die Rammelkammer. Und die schreibt sich R-A-M-M oder haben wir einen englischen Bericht? Zweimal Doppel-M. Einmal mit Rammel, einmal mit Kammer. Einen englischen Begriff mit R. Nein, es heißt nicht Rammelkammer. Und es heißt auch nicht Rammelkammer. Es gibt aber das Lied. Rammelkammer Ding Dong, Rammelkammer Ding Dong. Ja, Jürgen, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Hat es denn was mit Rummel zu tun, mit Kirmes? Da ist aber falsch. Ja, das war mir. Ich glaube immer noch, dass Rammeln das häufige Enthaltbewegung eines Gegenstandes, einer Person oder sonst etwas ist. Und deshalb glaube ich, ist eine Rammelkammer, das häufige Hin- und Herbewegen von Gegenständen. Das häufige Hin- und Herbewegen. Nein, das Rammeln. Also der Rammler heißt ja nicht Rammler, weil der irgendwie so getauft ist, sondern der heißt ja Rammler, weil der... Person hin- und her bewegt. Das überlasse ich jetzt der Fantasie des geneigten Zuschauers. Aber ich glaube, es kommt aus dem Handwerk. Ah. Ja, dann sollten wir den Telefonjoker nehmen und Boris Becker anrufen. Ich glaube auch, wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf. Nein. Und zwar ist es folgendes. Ich glaube, es hat nichts mit dem tierischen Bereich zu tun. Ich glaube, dieser Begriff führt uns nur absichtlich auf die falsche Fährte. Also mit Begeisterung. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ja, Rammelkammer, da denke ich ehrlich... Ist verkehrt. Kommt also doch aus dem Tierischen. Natürlich. Also hat nichts mit Handelskammer, Industrie- und Handelskammer. Nein, Industrie- das ist die Kammer, das ist die Industrie- und Handelskammer für die Rammler. Der deutsche Industrie- und Rammelkammertag. Ja. Vielleicht ist die Rammelkammer ja so ein anderer Begriff für Gebärmuttervorhof oder sowas. Stück Mutterkuchen. So, Freunde, dann lasst uns mal versuchen, die Sendung auf ein gewisses Niveau zurückzubringen. Lasst uns mal versuchen, das Pferd von hinten aufzuziehen. Nee. Bei der Kammer. Herr Balder, handelt es sich um eine Kammer, also um einen geschlossenen Raum, in dem etwas experimentiert wird oder etwas aufbewahrt wird? Nein. Kann man bei der Kammer vielleicht mal in den Bereich der Zellwissenschaft gehen? Kammer im Sinne von ein zellenartiges Zellenex? Nein.
Gut, dass ich den Satz nicht beendet habe. Wir sparen Zeit. Ja, also ich glaube, wenn es aus dem Tierreich kommt, dann glaube ich, ist das... Es kommt aus dem Tierreich. Ja. Aber was nein, du hast ja recht, es ist ein onomatopoetisches Wort. Rammeln ist ja... Wieso? Ich habe sie verstanden. Wenn du meinst, ich würde sie übersetzen, hast du dich getäuscht. Wie heißt das Wort? Ist das ein Wort in einem Bienenstock, in einem Termiten? Nein, nicht in einem Bienenstock. Ist es tatsächlich? Aber es ist ein bestimmter Ort im Tierreich, also vielleicht im Kaninchenbau, Fuchsbau? Nee, Rammelkammer ist... Ist es unterirdisch? Nein. Nein, aber ist es überirdisch? Ja. Es ist also... Es ist völlig überirdisch. Und zwar in einem Wespennest. Nein. In einem Bienenstock hatten wir schon. Ja, die Befruchtung. Aber es rammelt tatsächlich wie Antje. Wie Antje gesagt hat, ist Rammeln tatsächlich im onomatopoetischen Sinne gemeint. Du weißt doch überhaupt nicht, was das heißt. Aber ich kann es ganz prima wiederholen. Also das heißt, dass das Wort sagt vom Klang her schon, was es sagt. Lautmalerisch. Also ich glaube jetzt, dass die Kammer irgendein Ort ist im Tierreich. Und zwar überirdisch, wie wir eben erfahren haben. Also vielleicht sind es... Vögel oder Insektenhöhlen in Bäumen. Und Rammeln werden bestimmte Insekten sein. Rammeln wie Hummeln oder Nissen oder so. Rammeln. Bleiben Sie mal dabei. Ja, ja, eben. Bleiben Sie mal dabei, Kinder. Hallo. Ja. Okay, sind wir... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Hummeln und Rammeln gibt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Rammeln gibt, weil es gibt ja auch Rammelkammern. So, Herr Balder, wo sind jetzt also diese Kammern? Sind die in Bäumen? In Bäumen. Okay, ja. Und es sind also die Kammern in Bäumen, es sind Kammern in Bäumen von... Insekten, die oder Larven, die Rammeln genannt werden. Nein. Ich glaube, ist denn Rammeln als, also die Frage ist Rammeln als wirklich als Rammeln gemeint? Das könnte ja zum Beispiel die Paarungshöhle eines Tieres sein in einem bestimmten Bereich des Baumes. Oder ist Rammeln im Sinne von der Name des Wortes des Tieres mit dem Namen Rammeln gemeint? Ja, das ist ja jetzt die Frage. Wie wäre es denn mit Vorratskammern von Eichhörnchen in Bäumen? Die heißen dann Rammelkammern. Nee, aber ich frage ja nur, sind es Vorrats... Sind es das finde ich gut. Liebe geht durch den Magen. Es ist sind es Kammern, in denen etwas aufbewahrt wird oder in denen Zeug gebrütet wird? Das würde mich interessieren, aber... Ich glaube, da wird gerammelt. Ja, exakt. Also lag ich gar nicht so daneben. Nee, mit dem aber wofür steht jetzt Rammeln? Das müssen wir jetzt lernen. Es gucken Kinder zu. Ich glaube, Rammeln steht für... Also nee, eben nicht dafür, was man jetzt landläufig meint. Das gell? Weiß ich. Das glaube ich. Ich habe das Gefühl... Egon. Ich ja, sage... Also was, Herr Balder. Ja. Rammeln steht also nicht für Rammeln. Doch. Das stimmt. Doch. Rammeln steht für Rammeln. Rammeln? Hin und her bewegen von Gegenständen. Anderes Wort für Rammeln in der Tierwelt. Befruchten, paaren. Eine Paarungskammer. Eine Paarungskammer. Wer eine Rammelkammer ist eine Paarungskammer. So weit sind wir schon. In einem Baum. In einem Baum. Jetzt muss ich nur noch wissen, von wem. Und dann kriegen wir kein Geld. Wäre ich noch würde ich Oberförster Rombach ins Spiel bringen, von Forsthaus Falkenau, weil den habe ich immer sehr bewundert, wie sich bei, wenn der aus dem Tann bricht, dann rollen sich mir immer die Fußnägel auf vor Harmonie. Und es ist interessant, weil seine Frau immer in einem Türstock steht und sich immer freut, obwohl er noch gar nicht da ist. Ja. Der sitzt nur auf seinem Hochsitz, schaukelt die Nüsse, aber sie steht schon im Türstock und lächelt den herbei. Im richtigen Leben würde die ja nur sagen, scheiße, der Alte kommt in 10 Minuten, wo ist mein Maria Kron? Und ich vermute, dass die da irgendwo so ein Ausweichzimmer vielleicht, der Förster, doch nicht. Nein, gut. Schon gar nicht im Bau. Gut, Herr Hohecker, ich verlasse mich jetzt auf Sie. Wer rammelt in dieser Kammer? Na, das ist die Samenbank der Eichhörnchen und dann müssen die mal nach nebenan gehen, um dann... Hat das was mit Flugsamen zu tun? Nein, ich gebe euch noch 2 Chancen und dann... Es geht ja jetzt nur noch ums Raten des Tieres. Des Tieres, ja. Hallo. Bis morgen früh. Da stecken wir aber mal wieder die Köpfe zusammen und beraten uns, wenn wir nur noch 2 Chancen haben. Es muss ein Tier sein, was auf jeden Fall im Baum... 2 Chancen. Ja. 2 Namen. Aber es sind Tiere, Herr Balder. Es sind Tiere. Aber Tanzsaften sind keine Tiere. Es wird gut. Nee, Raupen nähern sich nicht. Okay. Erster Name? Es ist entweder sind es Vögel. Wollen wir erstmal eingrenzen? Sollen wir Vogel? Specht erstmal Vogel? Vogel? Für Sie ist es eine Vogelart? Das ist die erste Frage jetzt, ja? Ja. 2 habt ihr. Nein, ist keine Vogelart. Letzte Frage. Ich wollte es gar nicht sagen. Jürgen, sieht gut aus. Dann muss es, dann ist es ein Insekt. Ist es eine Fischart? Es gibt
fliegende Fische, ja, ja, ja. Also ihr Lieben, ich werde es euch sagen. Rammelkammern sind Paarungskammern, soweit waren wir ja schon, die nämlich der polygame Borkenkäfer in der Rinde eines Baumes anlegt. Und zwar für jedes seiner Weibchen richtet das Männchen eine eigene Rammelkammer an, damit sich die Weibchen nicht über den Weg laufen, während der Rammel. Jungs, noch 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Sie kriegen das Geld. Jawohl. Der Borkenkäfer hat einen Harem und damit es da keinen Zoff im Baum gibt, gibt es wirklich Rammelkammern. Unfassbar. Unfassbar. So sieht das aus. Ab jetzt glaube ich an die Wiedergeburt und ich habe auch schon einen Wunsch, als was ich wiedergeboren werde. Und ich habe eine ganz andere Frage. Warum hat man mir das bei Biene Maja nicht gesagt? Stefan Hölscher kommt aus Hamburg und möchte etwas sehr Interessantes wissen. Er möchte gerne wissen, wie wird in der deutschen Gebärdensprache ein Deutscher dargestellt? So. Darf ich ganz kurz passen und dann... So. So. Sehr schön. Deutsch! Mach Deutsch! Bitte Herbst, schneiden, bitte schneiden. Herr Herbst kann das, glaube ich, sehr gut. Nein, dieses, ich, Deutsch weiß ich nicht. Aber ist falsch. Nein, ich habe ich bin der Meinung, dass diese Frage von unserer wunderbaren Engelke beantwortet werden muss. Ich kann ein bisschen Gebärdensprache, aber ich kann nicht, ich kann jemanden fragen, wie sein Name ist, aber ich kann, das ist so sexy, das dann ist Name. Frag doch mal, vielleicht antworte ich spontan, ich bin Deutscher, aber nee, das ist ja nicht mein Name. Die Frage ist, wie in Gebärdensprache man ausdrückt? Deutscher. Eine Geste. Ich hätte noch eine lustige Idee, weil wir den alten Bundesadler in der Fahne haben, dass das irgendwie sowas ist wie Adler. Sieht aus wie so ein Pleitegeier, der irgendwie so ein halbes Hähnchen. Vielleicht sowas hier. Pünktlich. Sowas? So von wegen Made in Germany. Ja, ist das vielleicht? Pickelhaube? Wie würde man das denn darstellen? So. Ja, so, er macht es doch die ganze Zeit, Herr Ball. Pickelhaube? Ja, sitze ich den ganzen Tag hier so? Ich mach's doch gerade jetzt nur dafür. Nein. Aber Herbst hat recht. Es ist, geht es auf hat, den Begriff. Es hat mit Pickeln zu tun, also ist jetzt Bernhard wieder am Start. Nein, aber es geht auf den Begriff Pickelhaube zurück. Das ist richtig. Nein. Es wird nur anders dargestellt. Ja, das ist auch klar. Mit Pickeln. Die zeigen also ihre Pickel. Bist du super. Nein, aber das, der Ursprung ist richtig. Jetzt brauche ich nur noch das Zeichen. Entweder hier unten dieses Ding. Das Zeichen. Korrekt. Genau so ist es. Es ist nicht ganz oben, es ist so. So. Ja, aber gut. Ja. Das also wir müssen jetzt gut. Alle. Auch wunderbar, du kannst ihn erhoben zeigen. Das ist ein Deutscher. Das ist, übrigens steht auch nicht nur für Deutscher, sondern auch für Polizist. Genau. Ach, das war ja klar. Und ich glaube, der Homosexuelle an sich wird so mit einem geknickten Handgelenk dargestellt. Ich weiß es nicht genau. Kann jemand Gebärdensprache? Stimmt das, was ich sage? Schwul ist so? Collier ist ja so. Genau, die Vase ist so. Genau, und Amphore ist so. Amphore ist so. Ja. Und bescheuert ist so. Aber das ist auch auf Deutscher gefasst. Was ist so? Also, Stefan Hölscher aus Hamburg, es gibt leider kein Geld. Es tut mir leid. Stefan Jagustin aus Brettstedt möchte gerne wissen, warum nennt man einen Menschen, dem ein Missgeschick passiert, einen Pechvogel? Hat das was mit dem flüssigen Pech zu tun, mit dem schwarzen? Ja. Mit Pechnasen? Ich glaube... Der erste, der eine Burg stürmen musste, das war der sogenannte Pechvogel, weil der wurde mit Pech übergossen, danach gefedert. Ah, man wurde doch geteert und gefedert. Vielleicht wurde man auch gepecht und gefedert. Nein. Ah, ja. Es hat was mit dem Pech zu tun. Aber warum sagt man heute zu einem Menschen, das ist ein Pechvogel? Warum? Warum heißt der Pechvogel? Warum heißt der nicht Pechhase? Ja, ist dann was dran? Pech überträgt mit den Teeren und Federn, das könnte doch Sinn machen, dass die früher geteert und gefedert haben und sahen aus wie Vögel. Ach so, ja, nee. Nee, ich glaube, das ist wirklich, man wird vom Pech überschüttet und dann hängt das hier so runter, auch das wird ja dann hart, Pech ist ja hart und dann irgendwann fällt man so um. Ja, aber ursprünglich muss es ja tatsächlich ein Vogel gewesen sein, der aus Versehen in Pech hineinfiel oder mit Pech überschüttet wurde und man sagte auch der arme Pechvogel und übertrug das dann auf die Menschen. Falsch. Ich denke mal, wenn die in der Ritterrüstung waren, die haben ja oben so diese spitze Zeug, da das immer so rausgeguckt hat und wenn die dann schwarz waren, das war das praktische Amsel, dann noch einer vielleicht ein bisschen orange, ne, dein Hemd genommen oder so. Und dann ging das schon sehr in Richtung Vogel. Und die wussten aber... Nein. Ein Pechvogel, sagen wir alle heute. So ein Pechvogel. Warum?
Ja, weil man eigentlich Rabe sagen will, weil das in der griechischen Mythologie ja das Tier des Pechs ist. Ich weiß gar nicht, wo das hinführt. Finde ich gut. Ja? Finde ich gut. Mach mal weiter. Und, aber Hugo lacht auch schon. Der lacht immer. Das ist eine Gesichtslähmung, eine ganz alte Geschichte. Nein, aber hattest du... Was machst du denn jetzt? Weil ich alte Geschichten mag. Also, wir sind immer noch nicht weiter. Pechvogel. Stefan, sieht sehr gut aus für Sie. Also in irgendwas ist das Pech ja mal aufbewahrt worden. Pechvogel. Das ist ja meistens in Fässern. Und da, über so einer Burg, da fliegen ja auch Vögel. Und wenn... Ja, warum müssen das denn die Menschen sein? Und wenn so ein Vogel wirklich, wenn er blöd war und ist ein bisschen getrudelt oder er hat sich an den Rand gesetzt und hat, guck mal da ist was Schwarzes drin, was könnte es denn sein? Und ich war eine Taube, ich sehe eh scheiße aus, vielleicht mal ein neues Kleid. Und den Halt verloren und in das Heiße womöglich noch fett und fort. Und fort? Ja. Ja. Und dann haben die den raus und die gesagt, wieder so ein saublöder Pechvogel. Soll ich es euch sagen? Ja. Ich glaube, ich sag's euch. Also, es stammt aus der Vogelstellerei. Früher wurden Vögel gejagt, indem man die Zweige der Bäume mit Pech bestrich. Und ein Vogel, der sich auf so einen Zweig setzte, der hatte im wahrsten Sinne des Wortes Pech. Der kam nämlich dort nicht mehr weg. Und man konnte ihn schnappen und fressen. Stefan Jagusztin aus Brettstedt, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Ja. Wir kommen zu Peter Hübner aus Kobstedt in Thüringen. Kobstedt, Thüringen. Und der hat eine sehr interessante Frage und möchte Folgendes wissen. Warum brach Schiedsrichter Ahlenfelder 1975 die Partie Bremen gegen Hannover völlig überraschend schon nach 30 Minuten ab? Das habe ich mich damals auch gefragt und ich damals schon nicht verstanden. Ich finde das sehr schön, dass Sie das jetzt in diesem Forum mal erörtern können. Ahlenfelder hieß der Mann. Ich kann mich noch erinnern. Ja. 1975, ja. Bremen gegen Hannover, hat er abgebrochen nach 30 Minuten. Ja, der wird Diarrhö gehabt haben. Ja. Bitte wen? Der Schiedsrichter hatte Diarrhö. Dem ging es nicht gut. Dem ging es nicht gut. Der hatte keine Diarrhö. Irgendeine Wetter? Hat es was mit dem Wetter zu tun? Platzregen oder so? Es hat... Schnee, zu viel Schneefall, Glatteis auf dem Spielfeld. Blitzeis. Regen. Oder hatte jemand so wie Herr Hohecker manchmal Sprechdurchfall? Was mich irritiert, ist, dass Sie sagen, völlig überraschend. Völlig überraschend. Ach, völlig überraschend. Nach 30 Minuten hat er plötzlich das Spiel abgebrochen. So, und das heißt, es waren auch noch nicht zu viele rote Karten, es war auch das Wetter normal. Die Sonne ging völlig überraschend. Der fand das Spiel doof. Nee, Leute, so nicht, tschüss. Ihr langweilt mich. Wenn damals Rudi Völler schon gespielt hätte, hätte er wahrscheinlich zu seiner ganzen Mannschaft gesagt, Scheißdreck, wir gehen. Er hat damals aber noch nie gespielt. Aber vielleicht, dass irgendwie eine Mannschaft rebelliert, gab es damals schon die Nachtzuschläge? Nee, ne, war ich nicht. Wer hat da gegen wen gespielt? Bremen gegen Hannover. Ich vermute mal, die eine Mannschaft ist nicht angetreten und Bremen hat trotzdem eine halbe Stunde gebraucht, um das erste Tor zu schießen. Danach hatten halt dann die Bremer Anstoß und das hat ich glaube, das ist, ich fand, bei Wetter hat er zumindest mit dem Atmen sich nicht aufgehört, verändert. Ja. Deshalb glaube ich, Wetter gar nicht so. Ich glaube, sowas wie blitzartiger Bodennebel. Überraschung, ist ja sehr überraschend. Ist es ein Schiedsrichter-immanentes Problem, dass es ihm auf einmal nicht so gut ging und er überraschend aus sich heraus es beenden musste, weil er, wir hatten das Stichwort Diarrhö viel, es gibt andere schöne Krankheiten, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen möchte. Das war ein Bass. Aber das hat mit dem Schiedsrichter nichts zu tun. Es hat schon was in der natürlich. Nein, mit dem Schiedsrichterproblem. Also nein, das ist gut, was Hohecker jetzt. Ja, es hat was mit dem Schiedsrichter zu tun. Ja, ganz klar. Das ist ein Basketball-Schiedsrichter und der hat dauernd einen auf die Fresse gekriegt, weil er dauernd abgepfiffen hat, wenn die mit dem Fuß an den Ball gegangen sind. Der war bei der falschen Sportart. Sich vertan im Stadion und denkt, wie Fußball? Wie findet ihr denn, dass dem sein Schwager, der irgendwo hinterm Tor stand, signalisiert hat, bei deiner Frau gehen die Feen los? Dann ich finde es schlecht, Oder finde ich es gut? Wie findest du? Deine Frau hochschwanger, wen? Nein. Hätte er gesagt, Gott sei Dank, dass ich das Spiel pfeife. Es gibt Hilfe. Es lag natürlich am Schiedsrichter. Natürlich lag es an ihm. Also es gibt keine plötzliche meteorologische Ursache? Nein, gibt es nicht. Hört der auf zu atmen? Dass er plötzlich geschnallt hat, dass die falschen Trikots anhat. Das lag nicht an den 22 Spielern, sondern nur an den Ahlenfelder. Ja, dann haben wir das doch schon mal geklärt. Gut.
Nächste Frage. Der hat seine, warte mal, Kontaktlinsen 75, der hat seine Brille selber zertreten und konnte nicht mehr sehen. Ist ja nicht überraschend, das würde man ja nachvollziehen. Genau. Das muss überraschen, okay. Ja, das muss überraschen. Schneiden wir raus. Ist der es war, ich helfe euch mal insofern ein bisschen, es war für alle überraschend, auch für die Spieler, für die Betreuer, für die Zuschauer, für alle. Er wollte eine gelbe Karte geben, hatte die Karten vergessen. War es auch für den Schiedsrichter überraschend? Nein, er hat ja abgebrochen. Ja, aber dachte er so, ich muss abbrechen. Das war jetzt für den Ton sehr überraschend. Das war jetzt für mich überraschend. Aber war ein, ja, oder war das mehr so ein... Weil abgebrochen ja auch mit abgebrochen zu tun haben kann. Ist es vielleicht möglich, dass zufälligerweise, weil die Bremer sind immer so weiß-grün, dass auch ein paar Ordner da waren und Alkoholgeruch bei Herrn Ahlenfelder festgestellt haben? Richtige Antwort. Ja. Jetzt steckt unter einer Decke. Ich weiß auch nicht, was mit dem Mann los ist. Also Tatsache ist, Schiedsrichter Ahlenfelder war es ziemlich breit und war fest davon überzeugt nach 30 Minuten, dass die erste Halbzeit zu Ende war. Und es geht noch weiter und hat die erste Halbzeit abgepfiffen und Linienrichter und Trainer beider Mannschaften konnten ihn nach 10-minütiger Unterbrechung überreden, noch 15 Minuten dran zu hängen. Ich kann auch halten. Genau. Es läuft super hier. Wechsel mal die Seite. Genau. Und so, damit es mehr Spaß macht, nehmen wir zwei Bälle. Ja. Und hinterher hat Ahlenfelder zum Protokoll gegeben, wir sind doch Männer, wir trinken keine Brause. Das ist doch großartig. Na. Peter Hübner, es tut mir leid. Schon wieder, Herr Priol. Herr Ahlenfelder war einfach so langlau. Ich bin schon Nachschieber. Echt? Ich muss mir die Städte aufschreiben von den Kandidaten, wo ich dann nicht mehr hin darf. Was ich dem Sinn der Geld spare. Also wir können ja schon Thüringen abhaken, wir können Hamburg abhaken, gell? Gut, da kommt einiges und zusammen. Dieses Moppenecken oder Meppen, wie das ist. Meppenecken. Meppen-Neustadt. Ich kann da gehen. Und auf den Bäumen darf sie schon nicht mehr blinken. Wir kommen zu Sandra Heilfort. Sie kommt normalerweise aus St. Augustin, sitzt aber heute im Publikum. Wo ist er? Sandra Heilfort. Ganz dort oben. Sandra hat folgende Frage, hört genau zu. Warum durfte Konrad Adenauer hoch zu Ross in eine portugiesische Kirche einreiten? Wahrscheinlich, weil der Konrad hieß und der heilige Konrad in Portugal ist so ein Heiligenbild. Da haben die auch eine alte Statue, Konrad auf dem Pferd. Und weil der Konrad hieß, durfte der mit dem Pferd das praktisch nachspielen. Dann dürfen ja alle, die Konrad heißen, da einreiten. Genau. Und Konrad Adenauer war zufällig in Portugal und als Kanzler durfte der auch. Nein, das war ein Krippenspiel, die brauchten einen Reiter und der Konrad hatte sich beide Beine gebrochen. So, jetzt musste der da irgendwie rein, da haben die das Pferd genommen. Ich glaube, der war es überschwemmt oder alles vollgesumpft und vollgematscht und hat man gesagt, wir kriegen den nicht anders da rein als auf dem Pferd. So, die richtige Antwort jetzt von Urban Priol. Ich glaube, es hat... Ich möchte dazu noch vielleicht etwas sagen, eine kleine Hilfe. Er hat es nie getan, aber er hätte es tun dürfen. Ach so, ja, das ist ja nicht so. Ich habe ja nicht gefragt, warum ritt Konrad Adenauer, sondern ich habe ja gefragt, warum durfte Konrad Adenauer hoch zu Ross in eine Portugiesische Kirche? Weil er es gelernt hat. Es ist Tradition. Was ist Tradition? Zu reiten beim Portugiesen. Also in diese portugiesischen. Hilf mir doch mal. Nein, ich glaube. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Urban Priol sagen. Nein, ich denke mal, der Portugiese an sich neigt ja zum Mitleid. Ne, der Südle an sich. Und die haben gedacht, der arme Adenauer, der ist so alt. Laufen geht eh nicht mehr lang. Er war ja ist mit einem zarten Alter von, ich glaube, 73 ist er erstmal. Ne? Er war eigentlich immer ganz lämmern. Ja. Und die haben gedacht, jetzt haben wir den und dann kommt irgendwann der Papst und den müssen wir auch schon zum Küssen hintragen. Dann geben wir dem schon mal ein Pferd mit. Zumal es auch noch vielleicht irgendwo in einer Region ist, wo... Ich meine, Kühe sind in Indien. Lass den Opa noch mal seinen Gedanken entwickeln. Die Kühe sind in Indien. Es kann ja sein, dass die Pferde in Portugal... Weißt du, dass die Pferde in Portugal heilig sind?
Nein, das wüsste ich aber. Also das in Regionen? War Konrad Adenauer in Portugal heilig? Das glaube ich auch nicht. Also ich meine, dass der Konrad Adenauer Steinbock im Sternzeichen war. Und vielleicht ist er am 24. Dezember geboren. Und vielleicht darf da jeder, der an Jesus Geburtstag hat, auf dem Pferd in die Kirche reiten. Oder es war ein Gottesdienst der Tiere, hihihuhuha, und es durften nur Tiere an diesem Gottesdienst teilnehmen und deswegen... Also ein hohes Tier wie Konrad Adenauer auf einem... Hohen Tier wie ein Pferd. Also ich finde Pferde hohe Tiere. Das möchte die Gruppe jetzt als Antwort mal zur Verfügung. Ja, ist falsch. Hat es etwas mit Köln und Portugal zu tun? Das ist ein guter Ansatz, der völlig daneben ist, aber... Ich glaube ja, dass er irgendwas gemacht hat vorher. Der hat irgendwie den Portugiesen ein Pferd geschenkt oder dieser Stadt in Portugal. War das eine spezielle Stadt oder war das... Eine Kirche. Aber ist das wichtig? Eine portugiesische Kirche. Es war irgendeine Portugiesin. Der hat, glaube ich, irgendwie so den Portugiesen ein Pferd geschenkt oder eben den ein Pferd weggenommen oder irgend so etwas in der Art. Wisst ihr was? Das ist der Gang zum Altar oder zum ne? Hochaltar. Ja, da wo er eigentlich hin wollte, denn dort sollte ja der Gottesdienst gehalten werden zu seinen Ehren. Da sind ganz viele Hindernisse vor gewesen, so Wassergräben und so 3 Meter hohe Sachen. Stangen. Da wäre er gar nicht drüber gekommen, der arme. Jetzt bitte nicht albern. Aber hat es denn etwas mit Konrad Adenauer und seiner speziellen Person zu tun? Ja, ja hat es. Aha. Und jetzt der war genau, Bürgermeister doch auch mal, der war doch auch mal Bürgermeister von Köln. Der war Bürgermeister. Ja, vielleicht ist das die Partnerstadt von Köln. Nein, das ist die traditionelle Weise, auf der die Portugiesen jemandem die Ehre erweisen. Dass der auf einem Pferd in eine Kirche. Ja, warum denn nicht? Andere Völker, warum nicht? Andere Kulturen. Napoleon hat das ja auch gemacht, gut gegen den Willen der Römer, aber er hat es gemacht. Weil ich hatte gesagt, dass er was mitgebracht hat. Könnte es nicht umgekehrt sein, dass die Portugiesen ihm das Pferd geschenkt haben? Und er dann gesagt hat, ja, aber jetzt ist Sonntag, 10 Uhr, ich muss in die Kirche. Der hat gesagt, den will ich, habe ich gerade geschenkt bekommen, den Kleber, den will ich gleich mal ausprobieren. Nein, aber hör mal, das ist doch das Lied geht, und man lasse das um in Köln, denn da gehört er hin, was soll ich denn in Portugal, da muss ich mit dem Pferd hin. Stimmt das? Ja, so ähnlich. Stimmt auch. Das ist alles wunderbar. Es ist falsch. Es ist alles falsch. Sandra, könnt ihr uns ein Stück weit mal einen Tipp geben vielleicht? Ihr seid mit nichts in der Nähe, deswegen werde ich es euch sagen. Und wir gönnen Sandra die 500 Euro, denke ich. Also wie gesagt, er hat es nie getan, er hätte es aber tun können. Es handelt sich um ein Privileg, das Konrad Adenauer vom Vatikan verliehen wurde. Er wurde in den Orden der Ritter vom Goldenen Sporn aufgenommen. Und diesen Ordensmitgliedern steht das Recht zu, Pferde in diese portugiesische Kirche einreiten zu dürfen. Es ist nicht hundertprozentig bewiesen, aber es soll zum Beispiel auch Mozart zu diesem Orden gehört haben. Es war ein großes Privileg, das hat er vom Vatikan verliehen bekommen, er durfte da einreiten, er hat es nie gemacht, aber er hätte es tun können. Und man sagt da auch, dass Dieter Bohlen kurz davor ist, in Orden aufgenommen zu werden. Wir wissen es nicht, wir wissen nur, dass Sandra Heilfort jetzt 500 Euro kriegt. Herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie eine wunderschöne Frage haben, dann bitte Briefe, Postfach, genial daneben, 50616 Köln oder Sie telefonieren 01378 10 11 20 oder Sie schicken uns eine Mail, fragen@genialdaneben.de. Stefan Wittig aus Peine möchte gerne wissen, was ist die Verkehrsausscheidungsziffer? Oh, das ist die Nummer auf der Autobahn, an der man rausfahren muss. Ausfahrt 23? Nein. Ah, schade. Verkehrsausscheidungsziffer. Okay, war schlecht. Ist das ein Begriff aus der Proktologie? Nein. Das ist die Nummer der Kammer der Borkenkäfer. Verkehrsausscheidungsziffer. Ja, das hat was mit Asu zu tun. Ne, Verkehrsausscheidung, pöff, 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 Aufzug. Nein, das Auspuff. Ist die Abgassonderuntersuchung. So, stinky, stinky. Verkehrsausscheidung, ne? Viel Verkehr, viel Ausscheidung. Schon. Also Ausscheidung kenne ich Ziffer, immer in den... Wie hoch darf die sein, damit sonst Smogalarm ist? Smogalarm. Und? Na, dann wäre es aber die... Ach, wie wäre es denn, wenn man den Führerschein entzogen bekommt und den Brief bekommt, in dem dies nun mitgeteilt wird und man bekommt dann eine sogenannte Ziffer, damit auch in Deutschland verfolgt werden kann, wer jetzt ausgeschieden ist aus dem deutschen Verkehr und deswegen kriegt man eine Ziffer, damit die Polizei das weiß. Ich hätte vielleicht noch einen anderen Lösungsvorschlag. Könnte es vielleicht sein, dass das die gesetzte Ziffer ist vom Umweltbundesamt? Ich hätte doch gar nicht Ja gesagt, ich hatte recht. Achso, Entschuldigung. Dass man eine Ziffer setzt an Schwefeloxid und Kohlenmonoxid, der in der Luft sein darf. Und wenn diese Ziffer überschritten ist,
dann muss erobern. Also nein, ich finde, Ausscheidung trifft es eher, wenn irgendwelche Kübelböcks und sonstige Gestalten sich vor Herrn Bohlen produzieren und singen. Deshalb nennt man das Ausscheidung. Das finde ich auch vollkommen zu Recht. Aber Verkehrsausscheidung ist dann wieder, ich vermute, es könnte über Flensburg kriegen wir vielleicht die Ecke. Da sind ja alle Autos gemeldet, die bei uns fahren, beim Kraftfahrtbundesamt, weil damals ja die SPD gesagt hat, Beate Use nur in Flensburg, das geht nicht, die Leute dürfen nicht nur Spaß haben, machen wir noch das Punktekonto hin. Und vielleicht sowas. Nein, falsch. Hat es was mit dem Straßenverkehr zu tun? Überhaupt nicht. Siehst du? Nein. Gar nicht. Und hat es etwas mit dem Geschlechtsverkehr zu tun? Nein. Es gibt aber doch generell den Begriff... Hat es was mit dem Schiffsverkehr zu tun? Nein. Es gibt ja trotzdem... ich kann das den ganzen... Ich bin doch immer noch bei der Borkenkäferfrage. Also es ist... nein, es gibt doch generell diesen Begriff... es gibt doch generell diesen Begriff, etwas aus dem Verkehr ziehen. Vielleicht gilt das generell für ein bestimmtes Produkt oder eine Maschine, die dann aus dem Verkehr gezogen wird, weil irgendetwas nicht länger als sowas sein darf. Das finde ich auch gut, ist aber falsch. Ja, also deshalb würde ich das nicht sagen. Das Verfallsdatum abläuft bei einem Nahrungsmittel. Also Verkehrsausscheidungsziffer, es muss sich ja dabei um eine Ziffer handeln. Ja, klar. Ne? Eine Ziffer. Ja. Die Antwort ist auch dann wäre das wahrscheinlich wieder so etwas, wenn, da bin ich ja wieder beim Straßenverkehr, sowas können ja nur schlaue Beamte kommen mit 12 Planstellen und 7-fachen Pensionsgehalt, die überlegen müssen, wie man es nennt, wenn die TÜV-Plakette abgelaufen ist. Dann kann man ja nicht einfach sagen, 603 ist der TÜV abgelaufen, sondern das ist dann, wenn wir schon September haben, und dann wäre Juni die Verkehrsausscheidungsziffer gewesen. Da sagt man auch, der hat die FATS-Überschritte. Ja, weil das ist ja der Abkürzung. Ja, aber wir sind ja nicht im Straßenverkehr. Wir müssen jetzt Ja, aber das ist auch ein Stück weit gar nichts dazu. Ja, überhaupt. Doch. Gar nichts. Nichts mit Verkehrsausscheidungsziffern. Also Ziffern ist alles von 0 bis 9. Also es hat auch nichts mit Kopulation zu tun, das haben wir jetzt geklärt. Ihr wisst ja, dass in Deutschland auch für die einfachsten, simpelsten Sachen wahnsinnige Namen erfunden werden. Ja, das ist so ein Beispiel. Das ist das Verfallsdatum einer Milch zum Beispiel. Wann sie aus dem Verkehr gezogen werden sollte. Das wurde eben schon verneint, nicht Nahrungsmittel. Ja, da war ich aber noch nicht so weit. So. Und, okay. Nein, was? Nein. Ja, also wenn nicht mal unser Holmer von Dietfurt draufkommt, dann... Scheiße, dass es kein Straßenverkehr ist. Das ist nicht. Gesagt, das ist Nummernschild. Hat das denn überhaupt was mit Verkehr zu tun, was wir als Verkehr... Nee, bitte nochmal den Begriff, Hugo. Hat das mit Warenverkehr zu tun? Bitte nochmal den Begriff, Hugo. Verkehrsausscheidungsziffer. Verkehrsausscheidungsziffer. Kann ich den Begriff nochmal hören? Verkehrsausscheidungsziffer. Das erregt mich jetzt. Sagst du es nochmal? Verkehrsausscheidungsziffer. Es hat nichts mit Warenverkehr zu tun, es hat nichts mit sich bewegenden Autos zu tun. Es hat Obst. Es hat was mit Obst zu tun. Obst und Gemüse. Ich glaube, es ist vielleicht sowas wie... Es hat was mit einem Borkenkäfer. Vielleicht es kommt aus der Astrologie. Vielleicht wird es nur falsch formuliert. Vielleicht, also ausgesprochen. Vielleicht ist es sowas wie Verkehrsausscheidung. Wie findet ihr denn... Scheidung, Sie, Fair. Ja. Da hat aber einer schlecht Deutsch gekonnt. Wie wäre es? Ja, Robert, denk mal drüber nach. Wie ist es denn mit Promillegehalt im Blut? Promillegehalt im Blut. Sehr schön. Das kann man schon sehr schön. Es lässt ja nach im Laufe der Ehe. Verkehr, Ausscheidung. Ich sage es euch. Verkehrsausscheidungsziffer. Die sogenannte Verkehrsausscheidungsziffer sorgt dafür, dass ein Teilnehmer aus dem Ortsnetz ausgeschlossen wird. Es ist die Null, die man wählen muss, wenn man ein Ferngespräch will. Beim Datenverkehr. Ich hatte die Null erwähnt. Beim Telefonverkehr. Ich hatte die Null erwähnt. Telefonverkehr. Telefonverkehr. Wenn man eine Null wählt, wird man aus dem innerdeutschen Verkehrstelefonnetz ausgeschlossen und dann kann man ein Ferngespräch führen. Bei das ist die Verkehrsausscheidung. Die andere Null ist ja auch dafür. Ich will ja jetzt nicht Korinthen kacken, aber ich habe Null gesagt. Du tust es aber. Man wählt ja nur Heureka. Wenn man in Köln anrufen will, wählt man ja 0221. Und wenn man im Ausland anrufen will, wählt man ja noch eine 0 davor. Bernhard hat ja nur Freunde in Bonn, der telefoniert ja nicht raus. Richtig. Stefan Wittig aus Peine, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Ja. Jens Frenzel aus Dresden möchte gerne wissen, warum traten in Schweden am 3. September 1967 morgens um 4.50 Uhr alle Autofahrer auf die Bremse? Alle? Alle. Alle. Am 3. September? Am 3. September 1967 morgens um 4.50 Uhr weil traten in Schweden alle Autofahrer auf die Bremse. Warum? Weil irgendein Naturschauspiel stattfand. Welches? Ist mir doch scheißegal, aber es stimmt. Hauptsache, stimmt es hierher. Eine Sonnenfinsternis? Nein. Oder ein Komet?
Nein. Der Schwede an sich, die haben doch gerne diese, wie heißen die, Nordlichter, Irrlichter, schieß mich tot. Wo machten die das, in Stockholm? In Schweden. In ganz Schweden. Kein Naturereignis. 3. September 1967, morgens um 4.50 Uhr. Alle Autofahrer gebremst, alle. Also könnte es vielleicht sein, dass, weil es sind ja nur noch in Europa die Engländer so blöd, die links fahren, die rechts, die links, dass da umgestellt wurde von links auf rechts. Richtige Antwort, ja. Derselben Ebene befinden wie Urban. Und ich mache nach der Sendung eine Umschwulung und will dich heiraten. Und ich habe also, so viele Haare auf. Ohne Notklick. Am 3. September 1967 um 4.50 Uhr morgens mussten alle Autos, die zu diesem Zeitpunkt unterwegs waren, links ranfahren, bremsen, anhalten, nach einem kurzen Stopp auf die andere Fahrbahnseite wechseln und um 5 Uhr wurde dann auf der anderen Fahrbahnseite weitergefahren. Naja, aber dann war die Frage etwas simplifiziert gestellt, die natürlich nicht alle zur selben Sekunde auf die Bremse getreten haben. Natürlich. Sie mussten alle Punkt 4.50 Uhr anhalten. Jetzt nicht nach. Es ist auch völlig wurscht. Jens Frenzel, es tut mir leid. Herr Priol macht uns heute alle fertig. Also, das ist wirklich alles sehr traurig. Ich werde heterosexuell, Herr Ehrlich? Nein, nicht weg. Da werden wir in der nächsten Sendung lange drüber reden, meine Damen und Herren. Das war genial daneben. Ihnen schönen Sonntag. Tschüss.